Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie immer Sonntag 14 Uhr, wir sind da für euch. Also ich bin da. Es freut mich erstmal als allererstes, muss ich mal sagen, es freut mich, wenn ich immer mal so Kommentare lese, wie dass jemand sich selbstständig machen will und durch meine Videos Kraft dafür bekommt und sich jedes Video anschaut und dies und das. Und das freut mich wirklich, weil das ist ja eigentlich der Sinn dieses Kanals, euch mal zu zeigen, wie es ist, wie die Selbstständigkeit ist, was da so für Probleme gibt und so weiter. Ich kann mal sagen, zum Beispiel, mein Feierabend war heute Morgen um 2.20 Uhr. Weil auch noch ein Problem gelöst werden musste von, ja, das war, wann hat das Problem angefangen? Gegen 20 Uhr und ging dann bis, ja, kurz vor 2, bis ich dann zu Hause war, war 2.20 Uhr. Das ist halt, wenn man selbstständig ist und auch möchte, dass man auch selbstständig bleibt und es auch alles sauber laufen muss, dann muss man auch manchmal solche Situationen, es heißt ja so schön, selbst und ständig, dann guckt man nicht auf die Zeit, sondern erledigt das Problem. Feierabend ist dann, wenn die Arbeit getan ist. Und das muss die Einstellung sein, um selbstständig zu sein. Weil da gibt es nicht von morgens 8 Uhr bis 17 Uhr Feierabend, Hände hoch und weiß ich nicht was, ne? Füße hoch, Feierabend, gibt es nicht. Ich muss sowieso sagen, die letzten 3-4 Wochen habe ich sowieso sehr viel gepowert. Ich war ja jetzt im Urlaub vor kurzem und nach dem Urlaub nonstop Wasser machen und auch wirklich von morgens 7, halb 8, also ja, von 7 Uhr bis abends 22, 23 Uhr durchgehend, jeden Tag. Aber von nichts kommt nichts und man sagt ja so schön, solange das Gras wächst, muss man es mähen. Sagt mein Vater immer zum Beispiel. Ja, im heutigen Video soll es darum gehen, jetzt habe ich schon 2 Minuten einfach irgendwas erzählt. Naja, im heutigen Video soll es darum gehen, wir haben jetzt noch eine Woche bis zur Lizenz, eine Woche, bis sich da, glaube ich, jetzt wirklich richtig was ändern wird. Und ich wollte euch mal so erzählen, also so sagen, so, ja, nicht erzählen, also was ich denke, wie es in der Transportwelt aussehen wird, wie es jetzt weitergehen wird. Und ja, und so weiter, ne? Ja, also ich denke mal, dass für die Unternehmen, die hier in Deutschland ansässig sind, wird die Zeit sich jetzt, ja, es klingt zwar vielleicht komisch oder, ja, Sprit ist teuer und dies und das, aber ich denke mal, dass jetzt es ist einfach eine andere Zeit, die jetzt anbrechen wird. Dadurch, dass wir haben ja jetzt mehrere Themen, die sehr belastend war, auch für Unternehmen, die gerade so am Überleben sind. Das heißt, wir hatten Corona, wir haben jetzt noch den Krieg, wir haben eine Inflation, wir haben das neue Kabotagegesetz und wir haben die Lizenz. Also das sind 5 Punkte, die schon ganz schön Transportfirmen treffen können, die wirklich keine große Marge auf ihren Transporten haben. Und da rede ich von den Sub-Unternehmen. Weil erste, zweite Linie, glaube ich, braucht sich keine Gedanken machen. Also den Hauptauftrag vom Industriekunden kriegt und dann derjenige, der es dann von dem Hauptspediteur kriegt, also der erste Sub so gesehen, denke ich, dass er sich da keine Gedanken machen braucht. Vor allem da werden die Preise ja auch angehoben, auch wenn jetzt die Spritpreise teurer sind, dann sind automatisch die Transportpreise teurer. Aber wenn ich halt jetzt irgendwo festfahre, wie es halt in Polen der Fall ist, dass viele kleine Unternehmen fest für polnische Speditionen fahren, aber ihr Auftraggeber schon, weiß ich nicht, Nummer 4 oder Nummer 5 in der Kette ist und dann da bleibt nicht wirklich was übrig und dann ist das natürlich jetzt sehr, sehr tödlich, muss man sagen. Und vor allem jetzt noch durch den Krieg, dass keine Fahrer da sind. Und in Polen war halt so eine Zeit, jetzt die letzten Jahre, wo es einfach explodiert ist an Fahrzeugen, weil es wurde ganz einfach gemacht für Finanzierungen, für Leasing. Es gibt ja nicht so wirklich so eine Finanzierung in Polen, so wie in Deutschland. Das ist eher Leasing mit einer Schlussrate. Und die Fahrer sind halt deutlich
günstiger in den Lohnnebenkosten wie in Deutschland zum Beispiel. Ich kann mal so, wenn ich mal so ausrechne, wenn ich jetzt nicht vom Nettogehalt des Fahrers, sondern vom, was der Fahrer mich wirklich kostet, am Ende, kann ich, ein deutscher Fahrer sind 2 bis 3 Fahrer aus der Ukraine oder aus Polen. Also es ist schon, wir reden jetzt aber nicht vom Nettogehalt, sondern vom Bruttogehalt. Das heißt, brutto, was ich am Ende für diesen Fahrer bezahle mit allen Lohnnebenkosten, Berufsgenossenschaft und. Das ist das, wo ich sage, ja, das ist ein Riesenunterschied. Jetzt klingelt es bei mir mal wieder, weil wir haben ja Samstag und es wird jetzt wieder Sturm geklingelt hier, so wie jedes Mal, wenn ich ein Video mache, das dann geklingelt wird. Also euch jetzt nicht ablenken lassen, weil hier jetzt hat irgendjemand einen Schlüssel vergessen und versucht jetzt, egal welches Büro hier ist, zu klingeln, ob da noch jemand ist. Da mein Auto vor der Tür steht, denkt derjenige sich, okay, da ist jemand. Und dann wird so lange geklingelt, bis irgendwann mal jemand die Tür aufmacht. Aber ich mache jetzt mein Video, soll die Person vor der Tür warten. Pech gehabt. Muss man Schlüssel mitnehmen. Richtig, richtig. Ja. Und ich sehe, also ich denke mal, dass es für die Unternehmen, die hier ansässig sind, der Markt jetzt ein bisschen aufatmet. Also es ist die Masse an Fahrzeugen ist ja weg. Wenn ihr jetzt auf der Autobahn seht, ihr seht sehr, sehr wenige polnische Pritschen oder sonstige rumänische Pritschen. Also es ist Transporter, LKWs. Also es ist deutlich weniger geworden, alleine schon in Polen, weil sehr, sehr viele Fahrer fehlen. Also da ist jetzt ein Riesenfahrermangel. Also das kann man mit Deutschland nicht mehr vergleichen jetzt. Denn Deutschland hat natürlich auch einen Fahrermangel, auch keinen kleinen Fahrermangel. Aber jetzt, weil Polen war komplett auf den ukrainischen Markt aufgebaut, so gesehen, durch diese Arbeitsvisums und dies und das. Also es sind Massen an Ukrainer in Polen, auch in den Fabriken und sonst wo. Und die sind jetzt einfach nicht da. Und ja gut, man sieht jetzt schon langsam ein, zwei, da kommt mal wieder einer zurück, da. Jetzt wird es kurz laut, weil unser Büro ist direkt in der Einflugschneise. So. Und ja, das ist halt, was wir dann auch hier merken, das kommt halt jetzt Schritt für Schritt, weil die ganzen Unternehmen, die jetzt noch versucht haben zu kämpfen, so langsam eins nach dem anderen hört auf. Ich habe auch Bekannte, die aufhören und auch Bekannte, die überlegen aufzuhören und so weiter. Es sind aber meistens die, die halt als Sub für einen Sub seine Subs fahren. Und das ist halt, ja, diese, ja, das ist halt jetzt schwer für diese Unternehmen. Und wie gesagt, ich denke, dass der Markt dadurch jetzt, auch wenn es jetzt hart klingt, er wird gereinigt. Also es wird eine neue Art, also der Markt wird, ja, es wird neu aufgestellt. Und das ist jetzt alles durch diese ganzen Krisen, das ist auch durch die Inflation, aber das ist nicht nur der Transportbereich, das ist überall. Ich würde jetzt was zu dieser ganzen Politik und so sagen, aber ich möchte jetzt nicht dazu was sagen, weil ich habe meine Meinung darüber und die bestätigt sich von Woche zu Woche. Und ja, das ist einfach, das ist ein, ja. Ich lasse es jetzt mal, ich will jetzt darüber nicht sprechen, weil die Sonne scheint und wenn ich über Politik denke, dann rege ich mich auf und dann kriege ich Blutdruck und dann kriege ich Hautausschlag und Magenschmerzen, muss nicht sein. Ich bezahle denn schon genug an Steuern und sonst was, da muss ich nicht noch über die Kackvögel, ja, sorry, jetzt habe ich es, über diese Personen reden. Naja, so ist es halt. Ja, aber wie gesagt, ich denke mal, dass es für die Transportbranche in Deutschland besser wird. Auch für die allgemeinen Frachten. Wir sind ja sowieso, wir machen Spezialtransporte mit unserem Thermo, Pharma und so weiter. Da hat es uns nicht so hart getroffen. Natürlich merken wir es auch, aber es hat nicht so hart eingeschlagen wie halt Unternehmen, die halt wirklich 0815 Transporte. Ich nenne es einfach mal so, das, was jeder fahren kann. Sondern das, was jeder fahren kann, ist einfach billig. Also wird, muss billig sein für den Transport, weil es ja wirklich jeder kann, weil es kann, ja, jeder, ja, wie soll man das sagen? Jede Hinterhofspedition kann es transportieren. Transportunternehmer kann das transportieren. Bei uns ist halt dann schon, das ist sehr speziell, da muss der Fahrer Deutsch können und um die Anweisungen zu verstehen und so weiter. Da haben wir nicht so dieses Problem, aber ich höre halt von vielen, die ich auch kenne und die auch halt so arbeiten
Das ist eine sehr, sehr schwere Zeit, ist vor allem, weil die Kosten halt explodieren und die übersteigen die Einnahmen und ja. Ich habe ja letztens gesagt, ja, ich würde mich jetzt erstmal nicht selbstständig machen. Ich denke, ich bin immer noch der Meinung, man sollte jetzt mal so bis ja, Ende des Jahres noch warten, sich mal das Ganze angucken, wie es jetzt weiterläuft. Die halt selbstständig sind selbstständig, kämpfen auf jeden Fall. Man muss kämpfen, weil aufgeben bringt ja nichts, das kann ja jeder. Und ich denke mal, wenn man durchhält, kämpft und so, und es wird zwar vielleicht auch jetzt also ist eine schwere Zeit auch. Und ich denke, das wird schon wieder. Also ich bin ganz guter Dinge. Einfach nicht so, ja, einfach weiter. Es muss einfach weitergehen, man muss weiter kämpfen. Und dann funktioniert das auch schon. So, das sollte es dann für heute schon mal gewesen sein. Im nächsten Video kann sein, dass wir ein neues Fahrzeug bei uns in der Firma haben. Das stelle ich dann mal vor. Fahrzeug, naja. Schauen wir dann mal, was es ist. Wenn es soweit ist, sage ich euch Bescheid. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Like dieses Video, abonniert dieses Video und schreibt mir ein paar Kommentare, was ihr gerne mal hören wollt und was es euch interessiert oder dies oder das. Schreibt mir in die Kommentare und ich schaue mal, ob ich darüber was machen kann. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.